Hallo Leute, im heutigen Video der Serie Home Gym möchte ich euch wieder ein neues Trainingstool vorstellen, nämlich die Tubes. Viel Spaß! Bei den Tubes handelt es sich einfach um Trainingsbänder oder um Gummibänder, die extra für das Training gemacht werden. Es gibt hier unterschiedliche Modelle. Die meisten, die man im Sportgeschäft bekommt, haben fix vormontierte Griffe. Diese finde ich nicht so angenehm zum Trainieren, weil man hier nicht sehr viel variieren kann. Es gibt ein spezielles Modell, das nennt sich oder das kommt von der Firma Bodylastics. Hier muss man beim Kauf aufpassen, das bin ich auch erst vor kurzem drauf gekommen, dass die Bodylastics, die man hier in Österreich oder in Deutschland im deutschsprachigen Raum bekommt, eigentlich von einer anderen Firma sind und die Original Bodylastics, die ich heute vorstellen werde, ich habe sie über England, also über Amazon UK bestellt. Die bekommt man direkt in Deutschland nicht. Diese Originalvariante hat aber einige Vorteile gegenüber diesen Bodylastics, die man in Deutschland bekommt. Und ich möchte euch hier heute diese originalen Bodylastics vorstellen und zeigen, was man mit denen alles machen kann. Ich habe mir das XXL-Paket bestellt. Sprich, hier sind von allen Tube-Varianten immer zwei vorhanden und eine Unzahl an Griffen und Befestigungsmöglichkeiten. Das Ganze kommt in so einer schicken Tasche mit. Und in dieser Tasche sind hier die ganzen Tubes und hier die Befestigungsmöglichkeiten und Griffe. Was sehr angenehm ist, dass hier an den Tubes auch die Zugkraft in Pounds bzw. in Kilogramm angegeben ist. Die Tubes sind hier vernäht mit wirklich ziemlich massiven Karabinern. Welche man hier dann in die mitgelieferten Griffe einhängen kann oder eben auch in diese Arm- oder Beinschlaufen. Das Besondere an diesen Tubes ist, dass sie innerhalb dieses Gummibandes hier ein eingearbeitetes Nylonseil haben. Sprich, man kann diese Tubes eigentlich nicht überdehnen, sodass sie reißen. Wenn man das Tube dehnt bis an seine Reißgrenze oder kurz vorher, stoppt innen dieses Nylonseil einen weiteren Zug. Es ist also fast ausgeschlossen, dass diese Tubes reißen können. Das weitere Tolle an diesen Tubes ist, dass man hier nicht wie bei den herkömmlichen, die man in jedem Sportgeschäft bekommt, nur ein Widerstandsgrad hat, sondern man kann mehrere von diesen Tubes zusammenhängen und so individuell die Zugstärke einstellen. Zusätzlich kann man, je nachdem was man für Übung machen will, hier mit so einem Doranker, ich werde das mal demonstrieren, kann man das eigentlich in jede Tür einhängen. Dazu macht man einfach die Tür auf, hängt den Anker ein, Tür verschließen und hier können dann die Tubes eingehängt werden. Hier auf Brusthöhe zum Beispiel, oder man könnte es auch hier raufhängen für Zugübungen von oben oder unten einhängen für Zugübungen, die man unten machen möchte. Wer es etwas komfortabler haben will, der kann zusätzlich zu diesem System noch diesen Ultra Anchor, nennen sie es, bestellen. Den klipst man hier an die Tür ran. Den muss man auch nicht abnehmen. Man kann hier die Tür einfach verschließen und hat hier verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, an denen man die Tubes anmachen kann.
Mit diesem System hat man eigentlich eine vollwertige Zugmaschine, so wie man sie auch in Fitnesscentern findet. Natürlich ohne Steckgewichte, aber von der Arbeitsmöglichkeit eigentlich fast ebenbürtig einer richtigen Zugmaschine. Ich werde hier noch ein paar Übungen demonstrieren, dass ihr euch ein Bild machen könnt, was man mit diesen Tubes alles machen kann. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl an Übungen. Im Internet findet man unter Bodylastics viele weitere Beispiele und auch ganze Trainingsprogramme. Mit zu der Tasche und zu den Tubes wird auch eine große Tafel mitgeliefert, auf der alle möglichen Übungen genau beschrieben sind. Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Paketgrößen. Ich habe dieses Paket genommen, wo die meisten Tubes drin sind, und so habe ich pro Hand ungefähr beim maximalen Verwenden aller Tubes pro Hand ungefähr 100 Kilo an Zuggewicht, was für die meisten wahrscheinlich reichen sollte. Wie gesagt, wer sich keine teure Zugmaschine leisten kann oder leisten will und wer auch ein Equipment haben möchte, das man im Gegensatz zu einer großen Zugmaschine eigentlich überall hin mitnehmen kann, ob man im Freien trainiert oder ob man auf Reisen ist, dem lege ich dieses Bodylastics System ans Herz. Solltet ihr noch Fragen haben, genauere Fragen zu dem Produkt oder zu gewissen Übungsausführungen oder Beispielen, bitte schreibt mir das wieder unter das Video, auf meiner Facebook-Gruppe oder auf meine E-Mail-Adresse. Die Links werde ich wieder unter das Video stellen, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.